Ach, was war das für ein Spaß, als wir mit Chrissy das Pestherz weggemacht haben. Junge hat sie gekämpft, sie hat sich wacker geschlagen, sie hat es geschafft und jetzt hat sie erstmal ein bisschen wohlverdiente Ruhe. Dafür darf jetzt der gute Kadu, unser Computer-Nerd mal, der darf jetzt mal ran und auch der darf sich mal bewähren. Der darf jetzt mal auf Pestherzjagd gehen, denn ich möchte nämlich mal eine kleine. Wo ist die Map? Da ist die Map. Eine kleine Region freischalten, und zwar diese hier. Gibt es nämlich ziemlich coole Orte, die man sich claimen kann. Und gerade dieses verbarrikadierte Einkaufszentrum, das hat es mir besonders angetan. Da würde ich mich gerne in Zukunft irgendwann niederlassen. Allerdings brauche ich dafür 8 Leute in meiner Gruppe und 3500 Einfluss, was die Währung in diesem Spiel ist. Habe aber noch keine 8 Leute. Ist auch egal, die kommen irgendwann bestimmt nach und nach, wenn wir ein paar Leute aufnehmen. Und der Einfluss kommt auch. Aber irgendwie habe ich Bock auf dieses verbarrikadierte Einkaufszentrum, denn es hat so Dawn of the Dead Vibes. Ne? So 1978 und so. Geiler Film, geiler Film. Nichtsdestotrotz, wir fahren einfach mal los, würde ich sagen. Und da sehe ich doch schon wieder eine kleine Horde, oder was? Ha, guck sie dir an. Ob es unsere Aufbruderschaft. Oder ob ich das so schaffe. Ah, kommt mehr, Jungs. Alle paar vor die Fresse. Brennt! Oh, das brenne ich auch. Das war dumm. Aber die Horde ist weg. Das ist schon mal sehr gut. Hat irgendjemand irgendwas gedroppt? Nein. Warten wir uns erstmal. Und jetzt geht's weiter. Sowas passiert, wenn man die Aufnahme kurz unterbricht. Oh, es ist weg. Und das auch. So. Das ist nicht groß, aber viele Slots. Aber das Ding muss erstmal geklärt werden. Und ich glaube, die Auffahrt wäre auch um einiges besser. Aber das Ding gilt es erstmal zu besiegen. Ob unser guter Kadu dazu überhaupt in der Lage ist, mit einer Schützenmine. Ich hätte den Bonnie mir auch bewahren sollen. Guck mal, jetzt sind das schon die ersten Freaks wieder. Der wollte gerade raus. Ich möchte unbedingt dieses Einkaufszentrum näher als Base haben. Man darf gespannt sein. Schon sagen. Na, Dude, alles cool bei dir? Bisschen zu lange in der Sonne gelegen, wa? Ja, Mensch. Das ist aber nicht frisch. Ich glaube, sowas passiert halt in der Zombie-Apokalypse. Leute bleiben einfach irgendwo liegen und vertrocknen. Ich glaube, das ist nicht so cool. Zu mir sagen, dass ich hier nicht hochkomme, oder was? Boah. Okay, time to get it done. Da ist er. Da ist es. Aber erstmal hole ich mir den Bolzen wieder.
Passiert was? Geht sie so hoch? Oder muss ich drauf schießen? One more left, do you? Ah, das hat geknallt. Na los. I'm sorry, are you hurting? We'll have some more. Na toll. Zu viele Leute. Erstmal Rückzug antreten. Lade nach. Oh, Feuer! No! Gotta stay away from the sick fucking Z's. Ja, no shit. Ich glaube, die mache ich alle mit dem Auto weg. Ach, du Kacke. Los, komm, ist ein Snack. Ach, das ist gleich eine Horde gespawnt. Das ist ja großartig. Story of my life. Geht bloß weg von mir. Hört auf, mein Autowagen kaputt zu machen, Schweine. Fucking great. Wozu so ein Schneeflug doch gut sein kann. Oben sind gut, die nehmen wir mit. Ah, schon das Spiel mit. Was für ein Risiko man hier immer eingeht. Ah, wenn es so viel Spaß machen würde, ne? Hallo! Down for the count! Das war's. Feels good to reclaim some territory from the Zombs. From the Zombs? Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, kann ich gebrauchen. Oh, eine Knifte, sehr schön. Und ein 8er Rucksack, gleich equippen, sehr schön. Oh, was ist das? Rettungsmesser? Ein Brecheisenmesser mit gezackter Klinge für Rettungseinsätze. Nehmen wir mit. Aber den Hammer, den finde ich auch sehr, sehr geil. Die Metallschläger nehmen wir auch mit. Das war doch spaßig. Erstmal bringen wir den Packsack in den Kofferraum. Oh, hier sind noch zwei Proben. Sehr schön. Nehmen wir auch mit. Und dann durchsuche ich das Ganze nochmal. Aber wenn ihr dazu gucken würdet, wäre das langweilig. Deswegen sehen wir uns gleich. Ihr wisst, was mir gerade aufgefallen ist. Das ist gar nicht der Supermarkt. Das ist ein Swine and Bovine Markt. Das ist unsere Mall. Anyone out there wants a swap? We've got goods. Ja, also, das ist unsere Mall. Also unsere vielleicht zukünftige Mall. Und ja, das ist ein Scheiße, das Ding will ich glaube ich haben. Da habe ich, da ist mega viel Platz. So, was habe ich noch gefunden? Zwei weitere Packsäcke mit Nahrung, ein paar Energy Drinks und ein bisschen Medizin. Und das war's. Ja, was heißt das war's? Das ist ziemlich gut. Ja, unglaublich gut sogar. Aber genau diese Mall, die werde ich irgendwann mal clearen. Und wenn ich 8 Leute in meiner Gruppe habe, werde ich da einziehen. Da habe ich Bock drauf. Und ich spiele so richtig Dawn of the Dead nach. Oh Mann, ich bin so ein Nerd. Ja, was soll's. Wir sehen uns in der Base. You should rest up. You're on the verge of awful. So. Da bin ich wieder zurück. Und mein Auto hat ganz schön gelitten. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch ein Repair-Kit.
Ansonsten weiß ich nicht. Das sind ein paar arge Probleme. Und der gute Kadu darf sich auch erstmal ausruhen. Der hat sich das redlich verdient. Ich pack das alles mal ein. Habe ich noch ein Repair-Kit? Oh, was ist das? Die Verfolgungsmine. Wo habe ich denn die gefunden? Das ist ja spannend. Eine moderne Landmine, die Verfolger abschrecken soll. Okay. Es dauert lange, bis sie scharf wird, da sie einen großen Auslösungsradius hat. Aber sobald sie scharf ist, wird der ungefähre Auslösungsradius angezeigt. Ja, wann explodiert sie? Egal, ich habe ja kein Repair-Kit. Dafür Sprit ohne Ende. Weiß nicht, ob das so cool ist. Habe ich eigentlich Mumpeln? So, du lagerst die erstmal ein. Damit dein Nachfolger, das wird wahrscheinlich der gute, ich hab seinen Namen vergessen. Er hier. Der gute Runway, der darf jetzt gleich erstmal auf Patrouille gehen. Time for a doc to check me out. Ah, der kriegt auch gleich eine Knifte mit. Weil Armbrust schön und gut, aber wenn es hart auf hart kommt, ich ungern eine Armbrust dabei. Ich hätte eigentlich lieber sowas am Start. Es ist nicht allzu viel, aber besser als gar nichts. Und ich weiß, dass wir bessere Rucksäcke haben. Nur wo? Bei dem 6. Slot-Rucksack? Weiß ich nicht. Ich lade erstmal den ganzen Stuff ein. So, ich habe jetzt einen guten Runway ausgerüstet oder engagiert. Und jetzt habe ich gerade eine Meldung bekommen, dass ein wandernder Händler noch für 21 Minuten der Karte ist. Ich will gerne mal gucken, was der so zu bieten hat. Da möchte ich ganz gerne mal hin. Gucken wir doch mal. Gucken wir mal, wie viel Schuss meine Knifte hat. Mal nachladen. Was machst du denn da? Wie lange lädst du denn nach? Alter Schwede. So lange nachladen für 21 Schuss? Okay. Na gut. Boah, was? 400 Meter? Nee, nee, da fahren wir lieber. Da fahren wir lieber. Fällt ein. Mal gucken, was die Karte kann. Nicht durch euren Fahren. Oh Mann, ey. Oh, 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 was mache ich denn hier? Passiert beim Toben, ne? Ey, ich schrotte meine schöne Karte. Hoffentlich ist der Händler das wert. So, mein Junge. Boah, der lenkt sich aber auch träge, der Ofen. Hoffentlich warst du das wert. Wenn ich den Ball hätte, ich einfach über den Haufen. Hi there. Hi. Hey, sind wir Geschwister? Nee. I'm with the network, visiting from Trumbull Valley. Anything you need? Ich besuche Trumbull Valley. Brauchst du etwas? I'd like to trade. Guck mal. If you open to it. Yeah, okay. Oh. Oh. 250. Packsack Lebensmittel, Packsack Munition.
Bodenbereicherungskit. Spezielle Chemiebehörden sind die Ende benutzen können. Installiere diesen Mod in einem Garten, einer Farm oder einer Hydraulikkulturanlage, um die Gesundheit unserer Überlebenden zu verbessern. Klingt doch gar nicht mal so scheiße, aber ich habe sowas noch nicht. Kompostierer. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du das wert warst. Nee, das lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. Dafür. Wir haben zwei Aussichtspunkte direkt nebeneinander. Eine Dachwerbetafel und einen Mobilfunkmast. Das sollten wir uns mal angucken. So, wir sind da. Das sieht ganz schön, das sieht beängstigend leer aus. Okay. Hier ist anscheinend nicht viel los. Steigen wir mal aus. Eine Seuchenstichprobe. Nie. Ich will sowas nicht schon wieder machen. Ja, komm her. Das ist ein Schädel. Kann eigentlich mal unsere Knifte testen, oder? Kann die zoomen? Nee, kann sie nicht. Wo ist denn hier jemand? Kriegst du? Hast du Beine? Boah, hat die gerade zweimal geschossen? Ist das eine automatische? Boah. Oh. Nein, die verbraucht ja so viel Munition. Kann man das irgendwo umstellen? Most scavengers focus on big items. If we stock up on small comforts, it will add up when we need to trade. Whatever. Ich denke, du hast recht. Hier kann ich doch bestimmt wieder ein bisschen Benzin horten. Aber erstmal möchte ich die Orte auskundschaften. Weiß nicht, welchen Sinn das macht, aber ja, gut, muss man nicht wissen. So, gucken wir nochmal von hier oben. Eine Lagerhütte. Well, survivors can't be choosers when it comes to motor vehicles. Okay, nothing more to see here. Snoots Futter und Farmbedarf. Der gute Snoot. Der gute Snoot. Ja, wollen wir mal darauf klettern? Machen wir mal. Hier. Was es hier zu entdecken gibt? Wo ist das? Ist das ja Regionalkrankenhaus? Scheint auch eine riesen Base zu sein. Was haben wir da? Ein roter Lagerschuppen? Das ist jetzt wieder so finster hier. Was haben wir hier? Verlorener offener Schuppen. Seems like I'm done for now. Braucht ein besser Wohnwagen. Okay. Ja, Mensch. Aber ich will mal sehen. Oder mal auschecken, was ist das? Jetzt ein Family Drive-In. Also das ist der Regionalkrankenhaus. Was hat es denn? Könnte es mir theoretisch schon claimen. Müsste allerdings noch dieses Pestherz hier wegmachen. Was ist es denn? Army und Navy Bedarfs. Bedarfs was? Whatever. Was haben wir hier? Kopfgeldvermittler. Cash Beaumont bietet uns seltene, wertvolle Ausrüstung, solange wir nach seiner Pfeife tanzen. Weiß ich nicht. Aber. Hier ist noch ein Trumble-Händler.
glaube, den werden wir mal auschecken. Sweet. Was ist sweet? Erstmal gehen wir hier wieder runter. Wenn das Hochkleidern noch mal so schnell gehen würde. Naja. So. Der Susat hat noch nicht viel getan, ne? Wisst ihr, was mich an State of Decay 2 Lorde bisschen abnervt? Wenn es dunkel ist, ist richtig dunkel. Man sieht kaum was. Aber diese Jungs da, die mach ich jetzt platt. Okay, nix. Schießt noch so dumm rum. Solchen Proben können wir mitnehmen. Damit können wir uns Heilmittel herstellen. Falls wir mal krank sind. So. Wir fahren auf der Seite. Ich habe einen blinden Passagier. Geh weg. Das hast du. Kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los? That one needs another hit. Kämpfen kann er, der Runway, ne? Das kann er. Was für ein Typ. So. Ich will jetzt weiterfahren. Ja, da fahre ich hier auf diesen Tatanmarkt-Platz, um dieses Pestherz wegzumachen und werde instant angefallen. Und das schon wieder in die nächste Horde. Hier ist was los. Leute. Truck hält nicht mehr allzu viel aus. Aber egal. Dieses Pestherz mache ich jetzt noch weg und dann ist erstmal Feierabend für heute. Ich hoffe. ja. Das wird noch was. Ich habe nämlich nur 19 Schuss und noch eine Flasche mit Schmerzmitteln. Das wird eine spannende Kiste. Aber hey. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau. Bam. Bam. Alter, du Drecksack. Verdient. Schon wieder. So nicht, Fräulein. Too many plagues, Ed. They're getting to me. Can't do it. Hier ist auch was los. Nur Terror in der Hütte hier. Boah. Ich bin ja schon leichtsinnig. Aber hey. Warum wird man von die Schlauze sein? Shit. Wie geht's nach hinten? Na toll, jetzt bin ich krank. Ich habe noch 2 Stunden, bevor ich sterbe. Auch die Munition. Ja, ist hier was los. Ich glaube, das wird seine letzte Mission werden. Okay, it's on the ropes. That was my last shot. Shit. Keine Munition mehr. Oh Mann, oh Mann.
war die letzte Flasche mit Schmerzmitteln. Und da ist schon wieder eine Horde. Oh, Leute. Geh von der Tür weg. Ich hau euch alle über den Haufen. Oh, hoffentlich komme ich überhaupt noch nach Hause mit dem Truck. Der ist schon so kaputt. Junge, Junge, Junge. Wäre schon nice, wenn ich hier noch ein Repair-Kit finden würde. Ich bin so krank. Ja, mit der Blutseuche ist nicht zu spaßen. Ich glaube, zu Hause muss ich mir erstmal ein Gegenmittel herstellen. Und der gute Runway mir hin abkratzt. Kaputt. Jawoll, das war's. Every step brings us closer to reclaiming this town. Genau. Hoffentlich ist da gutes Zeug drin. Nehme ich. Ach, der Rucksack. Gleich claim. Was haben wir hier? Oh, das ist schwer, so ein Hammer oder was? Das Messer wissen wir auch aus. Mumpeln, sehr schön. Rohrbomben. Geilomat. Jetzt habe ich genauso einen dicken Hammer wie Kadu. Nee, der sieht noch ein bisschen anders aus. Das sieht, was ist denn das? Einfach zwei Ziegelsteine an so eine Stange befestigt. Kann man machen. Rohrbomben. Ja, warte mal. Die nehme ich gleich mit. Habe ich denn hier leichte Bolzen drin? Na egal, ja, besuchen wir das erstmal, ne? Was gefunden und Company. Wow. Der ist ja mal richtig heavy. Alter. I can't keep this up. Glaube ich, dass du die nicht lange schwingen kannst. Falsche Richtung. Wo sind wir? Boah, ich glaube, der ist mir ein bisschen zuträge, der Hammer. Macht zwar richtig viel Schaden. Aber. Slow down. Nee, ich glaube, der ist mir ein bisschen zu langsam. One more and done. Ja, nö. Nee, der ist mir zu langsam. Den droppe ich. Da hebe ich doch lieber meinen Metallschläger wieder auf. Aber. Ja, doch. Kann man machen, kann man machen, kann man machen. Durch so. Am besten so. Und dann. Ab nach Hause. Und. Den guten Runway. Erstmal heilen und ab in Quarantäne mit ihm. Was für eine Fahrt. Was für eine abgefahrene Fahrt. So, Runway. Home sweet home. Ja, genau. Home sweet home. What's new and horrible today? Wenn du wüsstest. You know how it sucks when your weapon breaks off in a zombie's head? A good workshop facility can keep your gear in tip-top shape. Hör mal auf zu quatschen jetzt. So, eine Mission. Lagern wir erstmal ein. Was wir dringend brauchen, erstmal für den guten Runway, ist eine. If I don't get medical help, illness would be the least of my concerns. Eine Dosis Gegenmittel. Haben wir natürlich nicht. Was wir aber machen können, wir können ein solchen Heilmittel herstellen. 5 Seuchenproben haben wir locker. Und die habe ich jetzt gerade hergestellt und die nehmen wir jetzt. And I'm out. Sehr schön. Aber dir geht's trotzdem nicht so gut. Wohl doch. Jetzt geht's ja wieder ganz. Jetzt ist wieder alles geheilt. Das wusste ich nicht. Ist klar. Aber wir können mal die Krankenstation aufwerten. Das ist richtig und wichtig. Muss sein. So, dann lade ich den ganzen Stuff mal hier.
es ist hoffentlich bald wieder Tag. Und dann kann ich demnächst mal wieder mit der guten Chrissy ein bisschen unterwegs sein. Ein paar neue Leute anheuern. Das wird doch. Well, time for me to move on. If you ever end up over in Trumbull, feel free to stop by. Wenn du ordentlich Stuff zu liefern hast und zu verkaufen hast, dann gerne. Allerdings muss ich auch noch ein bisschen sparen, was mein Einfluss angeht. So, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Und ja, was für eine spannende, abgefahrene Sache. Puh, ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, lasst mir trotzdem eins da und schreibt mir in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.